endlich wocheneng. Ich habe mir Lot in Kur geschickt. In so Flasche Bier opiumat und schön zurückgelehnt. Aber da ist mir in den Fall, ich muss mich irgendwie auch verpflegen und jetzt essen. Schon gedacht, ich kaufe mir ein Kochbuch. Schön hier lecker. Blitzgerichte für jeden Tag. Und da habe ich schon gestern direkt gedacht, ich blätter mal drin rum. Machst du schön lecker Kartoffeln mit Soße. Jetzt habe ich hier gesucht, jetzt konnte ich das Wort Soße nicht finden. Sauze stund da. Jetzt stund da drunter, schwitzen sie 30 Gramm Mehl. Ich in das Schlafzimmer an der Kleiderschrank, mir einen dicken Mantel angedunnt, eine Pudelmütze an, eine Schale umgeworfen, Handschuhe an und da bin ich im Treppenhaus hoch und runter gerannt. Fünfmal Treib runter. In der Küche bin ich sickenass zusammengeklatscht. Ich war sickenass geschwitzt. Er vermeint, ihr aus mir wirklich nur eine Gramm Mehl rausgeschwitzt. Scheiße, das kann ich nicht sehen. Ich tue einfach wieder blättere. Ah, hey, habe ich gesagt. Messe ein paar Eier. So, jetzt schrieben die bei Eier. Schrecken Sie die Eier ab. Ja, habe ich gedacht, schön. Ich und der Kleiderschrank, mir Bettlaken rausgeholt, zwei Löcher rin geschnitten. Über mich geschmissen, runter in die Küche, habe ich mich für die Eier gestellt. Huhu, huhu, huhu. Und dürfen Sie auch nur ein Ei wäre erschrocken. Nee, schau dir da, das kann ich nicht sehen. Einen Versuch hast du noch. Jetzt habe ich hier gesehen, messe eine lecker Klöße. Oh. Ich dachte, das krieg ich hin. Jetzt steht hier bei der Klöße, schrieben die, lassen Sie die Klöße gehen. Ja, ist eine Pott mit Wasser auf der Herd gesetzt. Die Klöße in der Pott geschmissen, fehlt schon später wieder rausgenommen. Und da hatte ich unter jeden einzelnen Kloß vier Streichhölzer gesteckt. Und da habe ich die schöne Reihe nach auf dem Tisch aufgestellt, bin an das Radio, haben der Radetzky-Marsch angemacht und haben gewartet. Er verglöf ihr auch nur eine Kloß wäre gegangen. Wenn mein Freund, der ist ja geistig ein bisschen unterbemittelt, der ist was anders als andere. Hätte ihm seine Frau nach 4,5 Monaten ein Kind zur Welt gebracht, ist der bei Jange, hätte gesagt, stimmt nicht. Wie sagt die Freundin, was stimmt nicht? 4,5 Monate ich, 4,5 Monate du, sind 9 Monate. Stimmt. Jetzt war das Kind schwarz. Er wieder bei die Frau. Stimmt nicht. Sätze, was stimmt denn jetzt schon wieder nicht? Wenn du ein weißes Kind gehabt haben wolltest, hättest du die Socken anlassen müssen. Stimmt. Offens im Bett. Kurz vorm Schlafen sieht er am Fußende 6 Füße. Der rüttelt an seiner Frau. Stimmt nicht. Na, sagt sie, was stimmt denn jetzt wieder nicht? Stimmt nicht. Sagt sie, du musst vor das Bett gehen und von vorne zählen. Der aus dem Bett raus stellt sich vor das Bett. 1, 2, 3, 4. Stimmt. Ich in die Apotheke, ich sage für die Apotheke, ganz mal, ich brauche was hier einen Durchfall. Und wenn der so mit mir am Erzählen war, der hinten in der Schublade hinter sich gegriffen, holt ein Mittel raus, gibt mir das, ich habe bezahlt, ich nach Hause. Geht das Telefon, ist der Apotheker dran, sagt er, unser Mann, entschuldigen, ich muss mich vielmals bei Ihnen entschuldigen, ich habe mich vergriffen, ich habe Ihnen statt ein Durchvermittel ein Beruhigungsmittel gegeben. Ich sage, macht nichts, der Apotheker, ich drehe es mir zwar immer noch in der Butze, verschreie ich mich nicht mehr ab. Ja, da fällt mir irgendwie Wort mit dem Furz. Und wenn die Eier im Kühlschrank denken, dass der Kamerad von denen an Altersschwäche gestorben ist. So, Lück, ich hol mir doch Bier heute, das war schön.